Freunde, herzlich willkommen zur 52. Folge Tamora Odyssey im Auftrag des Königs. Ja, wir haben ja von einigen Bewohnern ein paar lustige Aufgaben bekommen, wie zum Beispiel Wacholderbeeren irgendwie an irgendwelchen gefährlichen Stellen pflücken, dann nach einem Wachturm gucken, unten am Strand war das, glaube ich. Ja, aber ich bin hier mit meiner Forschung noch nicht ganz so weit, dass ich wieder rausgehe. Sondern ich will natürlich noch alle Häuschen hier besuchen. Und schauen, was sich darin verbirgt. Oh. Dort ist ein Mini-Hotel, wa? Versäcke. Ein paar Betten, Feldbetten. Gut, hat das einen Namen, das Ding? Ne. Ja, ich glaube, ich bin jetzt einmal rum. Oh, ich kann sogar hier. Hä? Wieso kann ich nicht hier hoch? So, weder noch. Na, schauen wir mal. Dann war noch von einem Kerker die Rede. Und zwar der Kerker, der, wo so ein Typi drin ist. Da kann ich hier rüberspringen. Ist hier über was auf den Dächern? Man weiß es nicht. Ich brauche es nicht. Das sind doch alles nur Gerüchte. Nochmal gucken, was es mit dem Mann im Kerker auf sich hat. Der Mann sitzt noch immer gefangen im Kerkerraum, der sich an der hinteren Stadtmauer befindet. Was ist denn mit hinterer Stadtmauer gemeint? Ich denke mal, vordere ist dann hier links und rechts und die hintere ist da hinten irgendwo. Oder wie, oder was, oder wie. Wir sitzen hier rum, die Stadtwache. An der hinteren Stadtmauer. Ja, da muss ich ja wahrscheinlich zur Burg oder sowas, oder in die Burg rein. Hier war ich ja schon. Nö, das ist so hoch, da komme ich nicht rein. Vielleicht komme ich irgendwie anders rein. Das sieht gut aus. Aha. Okay. Aber hier geht's nicht weiter. Dafür bin ich nämlich in diesem Bereich reingesprungen, reingeklettert. Weidenbeere. Weidenbeere. Na, den Wacholder geht's ja woanders. Schade, dass es nicht nach Weidenbeeren gefragt worden ist. Und das muss ja gefährlicher Wacholder sein, aus dem man übrigens leckeren Gin machen kann. Da, wo ich wohne, gibt's diesen Van Hallers Gin, der aus unserem stadtbotanischen Garten aus den Kräutern hergestellt wird. Schmeckt unheimlich lecker. Nicht so ganz wie Stollengrollen, aber der Van Hallers ist lecker. Kann man sagen, was man will. Gut. Jetzt wären wir hier sozusagen fertig. Und können dann wieder ganz getrost wieder hier rüber springen auf den Kopf. Ja, hier geht es nicht weiter. Das ist klar, da kommen wir nicht hin. Hier ist auch so eine Anhöhe. Befindet sich was auf den Dächern, man weiß es ja nicht. Weil hier so leicht zugänglich sind, deswegen frage ich ja. Boah, bei dem Mistwetter ja auch noch durch die Gegend zu rennen, macht überhaupt keinen Spaß. Ja. Dann waren wir auch hoch. War da was? Hier ist doch was. Okay, da ist nur irgendeine Textur durchgebrochen. Ja. Dann werde ich wohl mal mich aufmachen, rausgehen und diesen bösen, hier war das nicht, diesen bösen Orksöldnern vorbei. So, ah ja, hier ist Gezücht. Jede Menge Gezücht. Soll ich da was machen?
Er stolpert hier rum. Und hier gibt es einen Wald. Da gibt es bestimmt... Hallo, kannst du mal hier hochgehen? Danke. Abspeichern. Bevor mich irgend so ein Vieh wieder überrascht. Jetzt bestimmt was. Okay. Aha. Uah. Gruselig. Hier noch was in dem Gestrüpp versteckt. Irgendeine Pfeife oder ein Musikinstrument. Nein. Und dann schauen wir mal, wie viele Pfeile wir haben. Ach, ich habe sogar Feuerpfeile jetzt, nur 50. Die habe ich ja gekauft. Wir haben 50 Feuerpfeile und 264 Pfeile. Warum gucke ich mir das an? Ganz einfach. Vielleicht habe ich ja irgendwie die geringste Chance, einen grünen Feldräuber zu erlegen. Oh Gott, welcher ist denn jetzt näher dran? Hier ist noch einer. Ich probiere es als allererstes mal mit meinem Zahnstocher hier. Zurückgehen. Alter. Oh, die. Das ist gut. Oh, der hat mich aber jetzt doch noch. Alter, was hat der? Hat der meine Strategie jetzt irgendwie durchschaut? Habt ihr das gesehen? Ich glaub's ja nicht. Da macht er mit mir einen Synchrotanz. Glaubst du es denn? Der macht einen Synchrotanz. Das war ja echt übelst gefährlich. Fischsuppe. Leckere Fleischsuppe. Nochmal. Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. So, wo gibt's denn noch was? Da hinten, hier hinten irgendwo muss was rumkreuchen und fleuchen. Brauche ja nämlich unbedingt noch ein bisschen Erfahrungspunkte. Oh, da hinten sind noch mehr von diesen grünen Teilen. Oh, jetzt hat er mich aber ziemlich... Hau doch ab. Oh. Ah, sehr gut. Aber wieder so knapp. Wieder so knapp. Mann, oh Mann, oh Mann. Heil Pflanze, heil Kraut, heil Wurzel. Dann nehmen wir doch mal heil Wurzel. So. Und wie immer, save early is save often. Habe ich was entdeckt. Da hinten ist einer. Und da hinten ist noch einer. Schön getan, gemacht haben die das. Das sind die Militärwaldfeldräuber hier. Also. Wo ist Hobby gezockt? Ich hab gezockt, du sollst ein bisschen rumtanzen. Dann klappt es auch. An der Stelle weiß jemand bestimmt, wer gemeint ist. Was habe ich denn jetzt gegessen? Snapperkraut, warum denn das? So weit wollte ich doch gar nicht gehen. Was haben wir hier? 16 Feuerwurzel Mana-Bonus. Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt ist er irgendwie abgestürzt hier. Gucken. Warum ist das jetzt so? Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Warum ist er jetzt hier abgestürzt? Zack. Nee, alles gut. Da war irgendwie was. Ich komme jetzt hier in meinem Inventar nicht weiter. Weiß der Geier warum. So, weiter geht's. Ich habe einfach mal... sind noch mehr geworden. Ich habe nochmal eingeladen, nochmal neu, nachdem ich das Spiel beendet hatte. Ich muss es mit dem Taskmanager sozusagen beenden und jetzt schaue ich noch mal weiter, ob ich noch irgendwie... Nee, ich habe keine Schwierigkeiten mehr mit dem Inventar. Dann locken wir mal den nächsten heraus. Ah, Leute. Da ist ein See. Ah, ja. Ah,
So. Mondschatten. Wo habe ich denn meine Heilkräuterchen? Hier sind sie. Eine Wurzel gibt viel. Hier ein bisschen. Meine Pflanze. Moment mal, ich muss doch irgendwie noch ein bisschen für die alte Gerda da, oder wie sie heißt, da noch Kräuter bringen. Aber das ist ja auf einer anderen Insel gewesen. Da ist nicht zu holen. Ja, weiter geht's. Der Kampf mit den marinegrünen Feldräubern. Oh! Ja? Mann! Was braucht der so lange? Es wird wieder nichts. Sag ich doch. Oh, Manometer. Gegen die meisten Golems helfen nur stumpfe Waffen und besondere Zauber. Ja. Weiter geht's. Wo sind's? Ach, ich sollte mal probieren. Vielleicht eventuell geht's ja mit Pfeil und Bogen besser. Früher als Kind haben wir ja nicht Pfeil und Bogen gesagt, sondern Flitzerbogen. 1, 2, 3, nee. Das wird nichts. Hau ab! Und auf ein neues. So. Komm her. Hier geht's noch hoch. Na gut. Jetzt. Ich habe immer wieder den gleichen Lebensstand da unten. Echt, echt garstig. Das ist so garstig, ist das. Habe ich noch irgendwelche super klasse Geschichten, die mir was bringen? Hier, Blauflieder, Lebensenergie Bonus 5. Nein. Ach Mann, Heilpflanzen. Irgendwie muss ich lernen, irgendwelche Tränke zu brauen. Ich will nicht alle Heilpflanzen hier wegmampfen. Okay, auf zum nächsten. Okay, der sieht alleine aus. Ich will wissen, was am See ist. Hau ab! Du solltest immer bei 29, 59, 89, 119 nochmal günstig 5 Fähigkeitspunkte und jetzt haben wir den Ladebildschirm nicht mehr. Moment, Moment, bevor ich wieder hier die ganze Zeit 1000 Digitaltode sterben sollte, dann gucke ich mal, kriege ich nicht hin, kriege ich nicht hin, kriege ich nicht hin, kriege ich nicht hin. Kriege ich auch nicht hin, den kriege ich auch nicht hin. Na, jetzt stimmt's wieder. Ich dachte, ich könnte irgendwie noch einen Zweihänder anziehen. Ich brauche noch Stärkepunkte. Hier mit diesem komischen Piratensäbel, da komme ich auch nicht weit. Aber ich kann ja Schärfen lernen. Beim Hawk auf dem Schiff, vielleicht sollte ich es dann. Jetzt. Oh, ich mag nicht mehr. Günstig 5 Fähigkeitspunkte lernen, bevor die Talente teurer werden. Talente. Die Talente werden teurer. Ja, da nützt jetzt auch keine Hände in die Luft strecken. Jetzt ist der hier weg. Gucken, was gibt's denn hier? Oh, da hinten sind die Banditos. Die Orksöldner. So, da muss ich jetzt doch nochmal. Ja, da ist er. Na komm her. Oh, das ist ja sehr garstig hier. Aber die Landschaft ist schön. Da bleibe ich hier an einem Baum hängen hier. Nö, ich schneide mal und wenn ich die dann erledigt habe, dann komme ich wieder zurück. So, mal einen kleinen Zwischenstopp machen. Und zwar, ich habe natürlich wie ein Berserker. Oh, Ariane. Wie ein Berserker da unten versucht, die grünen Dinger da zu killen. Die kriegen mich. Hey. Hey, wie sieht's aus?
Ach ja. Lass mich in Ruhe. Ja, die geht gleich ab wie eine Rakete, wenn man die anspricht. So, irgendwer hat nämlich hier einen Gürtel. Ob es Karl war, weiß ich jetzt nicht. Zeig mir deine Ware. Tut mir leid, aber der Verkauf findet immer zwischen 8 und 12 sowie zwischen 14 und 18 Uhr statt. Ach so. Ich habe jetzt Feierabend. Komm morgen wieder. Aber warum stehst du denn noch da? Oder hat er was zu verkaufen? Ja. Zeig mir deine Ware. Um diese Zeit? Kaufen kannst du bei mir was. Jetzt aber habe ich... Ja. Klasse, ich bedanke mich schmerzlichst. Ich glaub's ja nicht. Die sind ja noch korrekter als die Deutschen. Das gibt's ja nicht, ey. So, dann heißt es also bis zum nächsten Morgen schlafen. Wenn ich das jetzt gemacht habe. Genau 8 Uhr. Oh, wen haben wir hier? Was Finko? Warte mal. Handeln. Zeig mir deine Ware. Such dir was ab. Ja, danke. Hat er so einen Gürtel gehabt? Nee, er hat so einen Schlafsack gehabt. Und doch, er hat einen Gürtel gehabt. Schutz vor Waffen, Schutz vor Pfeilen. Kostet wie viel? 250. Ja, den Schlafsack, der könnte nützlich sein, wenn ich mal ein bisschen längere Campingausflüge mache. Was haben wir denn hier? Piratenhut. 6. Typischer Piratenschutz vor Waffen, Schutz vor Pfeilen. Wert 450. Sehr teuer. Aber ich meinte, er hätte noch einen besseren Ledergürtel. Da wäre jemand noch gewesen mit einem besseren Ledergürtel. Hey du! Stefan ist der, der mit dem Bruno Kontakt. So, Karl. Zeig mir deine Ware. Der hat auch keinen Gürtel. Hey! Ach, der kann, bei dem kann man eine Rüstung kaufen. Und zwar eine Crawler-Rüstung plus 70 Waffenschutz, 2000 Gold. Golem-Rüstung plus 100 Schutz vor Flugschaden. Was? 1300 Gold. Und ich habe? Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. 323. Nee, er hat nun schon ein Schild. Ein Amulett der Eichenhaut. Schutz vor Pfeilenring der Holzhaut. Und ich finde, ich sollte auch so eine Rüstung sparen. So, was habe ich denn hier für einen ulkig Hut? Ja, den kann ich jetzt nicht. Den kann ich jetzt nicht sehen, den Hut, was ich da. Wie viel der hat? Zwar ihn hier. 2. Ach, den werden wir ihm verkaufen. Schönen Hut da. Ja, so kann das manchmal vorkommen. Ach, ich bin heute so zerstreut. So. Jetzt kommt wieder endlich Luft an meine Birne. Hey. Er redet einfach zu viel. Zeig mir deine Ware. So, zeig mir deine Ware. Dann lassen wir das so. Und dann verkaufen wir ihm den Schäferhut. Und, ich habe was anderes gehört. Ja, wo. Erzähl dir doch nichts Neues. Denn? War das jetzt doch der hier? Hey du! Er sollte lieber den Mund halten. Zeig mir deine Ware. Die wollen mich alle hier verwirren. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Er redet. Zeig mir deine Ware. Such dir was auf. Ach so, du warst das. Okay, dann haben wir hier einen Piratenhut. Der gibt mir ein bisschen mehr Schutz. Kostet 450, kann ich mir nicht leisten. Oh. Und was kostest du? Du kostest 250. Aber ich will mir den Piratenhut doch leisten. Was kann ich denn alles so verkaufen? Ach, verkaufe ich ihm hier einfach so ein paar lustige Sachen. Wie zum Beispiel Kohle brauche ich bestimmt, Eisenerzbrocken brauche ich, Gold. Ach, was soll goldener Kerzenständer. Hier. Goldener Kelch, ja, jetzt haben wir Kohle. Dann goldener Teller, goldener Ring, eine Juwelenschatulle. Oh, dann haben wir wieder ein bisschen. Dann, was ist das? Ein scharfes Messer. Lörkereier. Feldräuberzangen. Das bringt doch gar nichts. Ach, hier ein paar Knochen. Oh, ein paar Felle vielleicht. 4, 13. Da will er nur 4 für haben. Ja, okay. Dann bitte her mit dem Piratenhut.
So. So, wie bescheuert sehe ich denn jetzt mit dem Piratenhut aus? Hä? Moment. Wieso ist denn der Piratenhut jetzt weg? Wurde der jetzt gegessen oder was? Ach nee, der ist... Hä? Das habe ich jetzt nicht kapiert. Ah, das sieht doch ganz lustig aus, der Piratenhut. Ja, Black Pirate. Jetzt ist wieder irgendwas los. Nee, okay, alles klar. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Schutz. So, vor Waffen geschossen, das ist ja nicht so viel. Ob mich das weiterbringt? Ich weiß es nicht. Okay, dann gehe ich mal wieder runter. Zu diesen grünen Teilen da unten. Das bringt mir aber nichts. Das weiß ich. Also lassen wir die erstmal außen vor hier und gucken, ob es hier was Lustiges gibt. Dann scoute ich mal kurz. Aha. Okay, hier sind Feldräubertjes. Aber hier ist noch nichts. Okay. Dann werde ich erstmal hier ein bisschen erkunden, was es hier im Wald gibt. Machen wir ja so Zickzack-Kursmäßig. Ein bisschen speichern sollte man machen. Nee. Was verbirgt sich hier im Fichtendickicht? Im dichten Fichtendickicht, Keiler. Ja, die brauche ich auch, glaube ich, nicht. Die werden natürlich eine Spur stärker sein. Da hinten ist ein Dings, ein Gebäude. Eine Hütte. Ist das die Hütte, wo er... Ja, das ist der Holzfäller, glaube ich, ne? Dann gehen wir doch da mal hin. Oh, wir sind gut durchgekommen. Oh, cool. Und hier habe ich auch einen Holzstumpf. Da kann ich erstmal so weit entfernt. Erstmal von der anderen Seite, richtig. Ich jetzt nochmal eine Pfeilschäfte hier mal. Eine Holzscheibe. Ich weiß, ich habe mindestens zwei. Also das finde ich toll, liebe Leute. Weil das ist immer klasse, so mitten im Wald mal so eine Hütte haben, ein bisschen Eigenversorgen. So, das ist Gunther. Der sieht ja lustig aus. Wie sieht denn der aus? Der was auf dem Kopf? Oder ist das Frisur? Hallo, was machst du hier? Na was schon, Fremder. Ich fälle Holz. Schließlich bin ich Holzfäller. Na schön. Und wie ist dein Name? Gunther. Und wer bist du? Mein Name ist Roland. Ich bin ein Matrose des maltanischen Kriegsschiffes Albatros. So. Und was willst du hier? Mit dem Statthalter sprechen. Mit Bruno. Na dann viel Spaß. Wie meinst du das? Nichts. Ich hab nur laut gedacht. Ach, die nette Stimme vom Wenzel. Zeig mir deine Ware, was kannst du mir über Tamora erzählen? Das wollen wir erstmal wissen. Was kannst du mir über Tamora erzählen? Nicht viel. Früher gehörte die Insel zum Reich des Königs von Mertana. Heute ist sie selbstständig. Selbstständig? Wie ist es denn dazu gekommen? Die Leute waren eines Tages mit dem König unzufrieden. Aber genau was weiß ich nicht. Wie? Du weißt nicht, warum ihr euch vom König getrennt habt? Nee, warum auch? Was die Stadtteile machen, ist mir ziemlich gleich. Hauptsache, man lässt mich in Ruhe. Okay, Gunther. Dann wissen wir mal was. Wir wollten aber noch mal Waren sehen. Zeig mir deine Ware. Oh, Holzscheiben. Was? Na, hallo? Dann werde ich mal gleich hier richtig zugreifen. So. Sicherheitshalber, was? Baumstamm? 15 Baumstämme? Ja, okay. Natürlich klasse für Pfeilherstellung. Aber ich will nicht so viel Geld ausgeben.
Auf jeden Fall gucken wir uns erstmal, was es in seinem Häuschen hat. Das ist zu weit entfernt. Okay. Gut. Oh, eine Pfanne. Da kann ich mal ein bisschen was braten. Also Leute, ein Feuer im Holzhaus, das geht ja wohl gar nicht. Also das ist nicht nachgedacht. Da muss ich mal ein bisschen hier Kritik ausüben. Also Feuer- und Brandschutzbestimmungen hier absolut ungenügend. Ich glaub's ja nicht, liebe Leute. Das geht doch nicht. So, das ist die falsche Seite, okay. Dann kann ich sie nur zuziehen wahrscheinlich. Ja, genau, richtig. So, denn wir haben hier eine lustige Truhe gefunden, die wir zu knacken müssen. Nee, die wir nicht knacken müssen. Oh Gott, 25 Gold. So, das ist natürlich ein sehr dickes Holzscheibchen hier. Okay. Ja, auch. Kann man aber nichts dran machen. Da hinten ist ein Keiler. Ja, dann werde ich nochmal meine Holzscheiben mal hier nochmal zurechtschnitzen. 20 Holzscheiben, also war gut. Und Ende, das war's dann. So, jetzt kann ich, Moment mal, wo konnte ich nochmal hier meine... Ah, beim Schmied, glaube ich, ne? Uah. Erstmal hier quer durch. Ja, tschüss. Tschüss. Kein Bock. So, mal wieder auf den rechten Pfad kommen. Das war so hier in der Richtung. Genau. Da soll es ja auch Wacholderbeeren geben. Da habe ich jetzt keine Zeit für gehabt, Wacholderbeeren zu pflücken. Weil da nur Keiler und anderes blödes Gezüchter am Rum. Wirbeln ist. So, nee, wo war das? Das war bei ihm hier im Haus. Soweit ich mich nicht irre. Ja. Oh, was habe ich denn jetzt wieder vergessen? Federn, ne? Das liegt wieder an den Federn. Habe ich den ganzen Weg hier umsonst gemacht. Vielleicht sollte ich vorher mal immer in Inventar gucken, ob ich überhaupt Pfeile herstellen kann. Nur weil ich keine Federn habe, ne? Oh. Ja, ja. Doof geboren wird keiner, denn doof wird man gemacht. Und wer behauptet, doof bleibt doof, der hat nicht nachgedacht. Ich guck mal eben. Ich wag mich doch mal ein bisschen heran an die... Bandner, Orksöldner. Ich will unbedingt wissen, was es hier gibt. Hier waren doch welche. Hier ist doch irgendwo so ein Lager. Ach, nicht ist das. Was kommt denn da aus dem Dickicht heraus? Steinhauptmörder, da hätten wir ein Glück. Das war eine Dublette. Mann, oh Mann, Steinhaut Mulrat. Gut, okay. Das heißt also, es gibt nicht nur blödes, gefährliches Zeug. Da ist noch einer. Steinhaut Mulrat. Muss der mich anknabbern? Heilpflanze, aha. Heilpflanze. Hier sind die, boah, da sind die Räuber, hier auf dem Weg da oben hoch. Oder hier gibt es noch mehr Steinhold-Murler-Rats. Oben hier auf dem Felsen. Die sind ein bisschen einfacher. Heilwurzel, schwebend. Heilpflanze. Und noch ein Handweiser hier. So die... Zu dem Adern, zum Adernerschrein und zum Wachturm und zu den Goblins, die ich höre. Nicht gerade schön. Wo sind die denn? Ach, da hinten. Ich glaube... Hier, genau. Oh, schwarze... Oh, auch doch noch schwarze Gobline. Söldner. So.
Kriege ich die da irgendwie hin? Kleine Giftfliege, okay. Hallo? Die Zielung funktioniert nicht. Die Zielung, was sag ich denn? Mann. Oh, schnell was essen. Wo ist mein Fleisch? Mein gebratenes da. Oh, da hinten kommt er wieder an. Mal gucken, vielleicht kann ich ihn ja. Nee, er hat sich verpisst. Oh, Leute, nee, ne? Ja, vielleicht schaffe ich es ja. Hier in der Ecke die Gobline zu. Da sind nur noch einer. Na also, und noch einer. Ah, doch, war eben schnell gemacht. Nicht zu holen. Schwarzen Goblin ist nicht zu holen? Nicht zu holen. Toll. Ich meine noch irgendwo aus dem Augenwinkel irgendwas Blaues gesehen zu haben hier in der Ecke. Als ich auf der Flucht war. Genau, hier. Waldbären. Nein. Also hier diese Ecke ist mir ein bisschen sicherer. Vielleicht gibt es ja hier meine schönen Wacholderbeeren. Obwohl wächst Wacholder denn nicht am Baum? Oh, 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 Wolf. Wolfgang. Oder? Ja, wilder Wolf und noch ein wilden Wolf. Los, komm. Ja, ich... Oh, oh, oh. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Jetzt darf ich nochmal hier die Goros erledigen. Ja, gut, okay. Hat noch mal einen Ringel rein, oder was? Die wollen mich echt schwindelig machen. Nicht zu holen. Okay. Ich höre was. Oh, jetzt hat der schwarze Goblin doch was. Irgendwas habe ich doch noch gehört. Da oben. Och, jo Gott. Wenn ihr da so lustig rumkrabbelt, dann shoot ich euch mal vom... Ja! Auch getroffen. Freie Auswahl. Genau. Das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Lasst einen Kommentar da, gebt mir einen Daumen und bis zur nächsten Folge. Ich sage Tschüss und macht es gut.